Hi und willkommen zurück zu Starfield mit Camopixel. Lehnt euch zurück und genießt die fantastische Aussicht hier auf Nera. Wir sind hier, um Kaiser zu finden. Das haben wir auch schon getan. Den Marine-Roboter. Des... Oh, da kann er nicht drauf laufen. Anti-Xeno-Teams. Der Red Devils. Jetzt... Boah. Lungern hier überall diese Siren rum. Verdammt miese Viecher. Übelst gefährlich. Wenn die uns einmal richtig erwischen, sind wir direkt tot, ne? Also da müssen wir echt drauf aufpassen. Ich gucke jetzt gerade mal. Wir versuchen... Da ist die Mech-Hülle. Wir versuchen ja... Oh, der hat schon Witterung aufgenommen da unten. Wir versuchen ja, die Teile zu besorgen. Hier. Für den Mech, den wir zusammenbauen wollen. Für den Marine-Roboter. Und zwar braucht er eine Mikrozelle. Die hätten wir herstellen können. Die können wir herstellen, das machen wir jetzt. Die hätten wir aber auch kaufen können. Warte mal, sind die Ekliptik noch hier? Nee. Das wäre aber sehr teuer geworden. Deswegen habe ich mich für die Variante entschieden, hier die Sachen zu suchen. So. Mal sehen. Kurz auf die Ortskarte gehen, Überblick verschaffen. Wir haben jetzt da und da noch eine und dann gehen wir im Kreis quasi wieder zurück. Wir müssen nur darauf achten. Da unten ist schon wieder einer. Guck mal, da brennt es einfach so. Ne? Das ist schon ziemlich geil, der Planet gemacht hier. Sarah fightet wieder alleine mit irgendwelchen Siren hier. Also je nachdem, wie man den Boost-Pack einsetzt, ist er doch ganz nützlich mit so einem Riesen-Boost, ne? So, warte. Finde einen Mikroleiter-Matrix. Ja doch, die muss hier irgendwo sein. Ist die hier drinne oder hier oben drauf? Und verschwindet sie? Ich würde mal vermuten, dass sie hier drinne ist. Hier sind wir doch reingekommen, oder? Hier ist Kaiser. Oder vielleicht ist sie hier drunter. Das kann natürlich auch sein. Das kann auch sein, dass sie hier drunter ist. Ich gehe nochmal hier drüben hin. Ja, guck mal, hier ist doch der kaputte Mech. Da. So, okay, haben wir. Hier sind noch die Toten. Hab ich das schon gescannt? Nein. Hier sind, das sind die Beweise dafür, dass man sie ausschalten kann, ne? Die Siren. Das ist durchaus möglich. Man muss nur sehr vorsichtig sein und geschickt das Boostpack einsetzen. Da ist einer. Komm, ein Fight. Oh, er ist schnell. Was ist das? Wo bin ich denn da reingelaufen? War das eine EMP-Granate von Sarah oder was? Immer auf Nummer sicher. Immer auf Nummer sicher. Vorsicht, Sarah. Haben wir einen? Nee, noch nicht. Vorsicht, Sarah. Der schnauft gerade durch, aber du bist ziemlich nah dran. Jo, alles klar. Der ist dann, der zählt dann als gescannt, wenn wir ihn platt gemacht haben, ne? Was ist das hier für eine Kanone? Unglaublich. Mal kurz gucken, ob hier was rumliegt. Nee. Mal essen, aber so. Oh, guck mal hier. Oh, was ist das? Spacer. Tote Spacer. Das ist Schnaps. Nee, die haben hier sich Schnaps gesoffen.
Und dann hat so ein Siren die überrascht, ne? Das geht natürlich nicht, ne? Hier ein Saufen auf so einem Planeten. Okay, letzte Komponente finden wir hier auf dem Kurs. Warrens Schlucht. Da ist doch der Kanister. So. Fertige eine Mikrozelle. Wir haben alle. Oh oh, zwei Siren. Vorsicht. Sarah, weg hier. Oh, noch einer. Verdammt. Okay, die habe ich abgehängt. Sarah Morn. Den können wir natürlich so weit nicht scannen. Sarah. So haben wir keine Chance. Guck mal da, die Geschütztürme helfen uns. Weg hier. Komm, ein Treffer noch. Okay, jetzt haben wir ihn. Das Betäubungsgewehr ist übelst nützlich, ne? Und jetzt gehen wir mit der Schrotze hin. Weg, 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 weg. Jo. Ganz schön anstrengend. Desinfizier das lieber, bevor du es in deine Tasche stopfst. Der hier ist noch betäubt. Oh, der hat aber auch drei so Dinger hier. So Stufen. Gesundheitsstufen. Komm, Sarah, wir locken den ein bisschen näher an die. An die Geschütztürme ran hier. Ne, den Betäubten lassen wir da mal noch schön zurück. Ne? Okay, er kommt. Hier oben auf dem Ding zurückziehen. Können die Geschütztürme ihre Arbeit machen. So, einen noch. Guck mal, der mit Stufe 19, der hat ungefähr dreimal die Gesundheit irgendwie, weil er so, weiß ich auch nicht, so Schutzplatten hat oder was. Und der Stufe 30 hat das nicht, ne? So, Sarah. Hier liegt noch einer, der betäubt ist. Aber dieses Betäubungsgewehr ist Gold wert, ne? Guck mal, jetzt zack, zack, hier dem voll. Oh! Oh! Oh, oh, oh! Oh! Ja, das habe ich mir auch gedacht. Dass er gleich dann wieder irgendwo rauskommt. Okay, wir haben ihn. Gut. Sind wir jetzt bei 100% bei denen? Weiß ich nicht. Alles klar. Das hier wollte ich mitnehmen. Ah, das kann ich gar nicht scannen. Das ist gar nichts. Sieht alles aus wie die Sachen zum Scannen. Das hier aber. Bisschen Nickel. Hier ist auch noch was. So, dann. Ne, ich nehme jetzt nicht hier jedes Zeug mit. Rennen wir hoch zu Jell, wie er genannt werden möchte. Angelo. Ins First von Schrotternich Imperium hier. Geile Schrottanlage, die die alten Mechs aus den Klonkriegen, nicht Klonkriegen, Koloniekriegen auseinander. Ja, bitte, Sarah. So, Waffe können wir wegstecken. So, jetzt müsste es hier irgendwo eine Werkbank geben, wo wir dran dürfen. Hier. Questgegenstand. Da, Mikrozelle. Guck mal, Wert 12.320. Herstellen.
Abschirmung, Energiequelle, Leitermatrix. Perfekt. Bestätigen. Oh, wie praktisch. Ja. Super praktisch. Hätten wir jetzt bei ihm teuer kaufen können, ne? Bring die Mikrozelle zurück zu Kaisa. Nur ein kleines Stim. Madpack heißt es hier. Madpack. Madpack heißt nicht Stimpack. Huch. Kurz den Boost aufladen. Kein Bock hier wegen. Jetzt habe ich den schon benutzt. Das sieht auch gut aus, ne? Er ist irgendwie beim Ziehen ist er eingeschlafen oder die Energie leer gegangen oder sowas. Wer könnte den jemand reparieren? Genau wie der arme Roboter auf dem Mars ist das, glaube ich, im untersten Deck. Bei den Red Devils, bei der Kneipe, Six Circle oder wie heißt die nochmal? Da ist doch auch ein Roboter, der nicht ganz repariert ist, ne? Also der kann sich, glaube ich, nicht mehr bewegen oder was ist mit ihm. Und der steht dann da jetzt fest, ne? Der hängt da übel fest. Oh. Oh! Betäubungsgewehr. Wo ist er? Erstmal nachladen. Bevor ich die wieder brauche und dann ist sie leer. Schrotflinte. So, warte mal. Hier war doch gerade irgendwas, was ich. Ne, das war nur der Thermoparasit, ne? Guck mal, der ist 30 und der hat jetzt seinen Gesundheitsbalken und dreimal rot. Das ist dreimal. Der ist übel gesichert hier, ne? Wenn er sich immer so zwischen Sarah und mir hin und her entscheiden muss, natürlich auch praktisch, wenn er sich immer wieder rumdreht. Aber wenn er dann tatsächlich hinter mir herläuft, ist nicht so gut, ne? Oh oh. Schön auf dem Mac hier landen. So, wenn er so weit weg ist. Boah! Wo ist er hin? Ich habe meine Waffen nie nachgeladen, ne? Sarah geht's nicht gut. Er kommt direkt auf uns zu. Nachladen. Sarah! Puh, danke. Das habe ich gebraucht. Vorsicht, der kann ganz schön krass springen. Oh nein, jetzt glitscht er. Jetzt kommt er gleich irgendwo raus. Da ist er. Sarah, lenk ihn ab. Wahrscheinlich hätte ich den mal übrig lassen sollen und Kaisa wiederbeleben. Und um dann zu gucken, wie Kaisa mit denen abrechnet, ne? Mit den Viechern. Das hätte ich echt mal machen sollen, ich Idiot. Da komme ich natürlich erst jetzt drauf. Naja gut. Wo sind wir damals reingekommen? Wo sind wir rein? Hier. Licht an. Wo ist er? Hey Kaisa. Batterie akzeptiert. Jawohl. Energieniveau wiederhergestellt. Jo, er fährt hoch. Analysiere PS-Schäden entdeckt. Aufprallschutz. Visuelle Systeme. Schaden liegt im akzeptablen Bereich. Danke für die Hilfe. Ich muss die Mission fortsetzen. Treten Sie zur Seite. Ja, Mission, was waren das für Kreaturen?
Dein Zustand dürfte nicht zulassen, dass du deine Mission erfüllst. Du solltest mit mir kommen. Ich sag ihm lieber, du erhältst eine neue Mission. Major Hadrian Sagnon braucht dich. Und er hat ja vorher auch mit ihr zusammengearbeitet, ne? Major Sagnon muss warten. Ich kann die Mission nicht aufgeben. Okay. Aber frühere Entschärfungsversuche waren leider nicht erfolgreich. Heißt? Mit zusätzlicher Unterstützung sollte ich meine Mission schneller erfüllen können. Ja, kein Problem. Bitte diesen Ort zu verlassen. Bitte erteilt, oder wie sagt man das? Erlaubnis erteilt und wir helfen dir auf jeden Fall. Wenn du mich darum bittest, dir bei deiner Mission zu helfen, dann klar, lässt sich machen. Kaiser, die Galaxie ist in Gefahr. Das hat deutlich höhere Priorität als deine aktuelle Mission. Moment, erzähl mir von der Mission. Meine Mission ist die Entschärfung von Einheit XW-99, Kennung Siren, Niras letzte Xenowaffe. 99 hat sich als viel fähigerer Gegner als die anderen erwiesen. Helfen Sie mir, sie zu entschärfen. Ja, hört sich definitiv bedrohlich an. Wir entschärfen eine Xenowaffe. Gehen wir. Kaiser, wir gehen. Folgen Sie mir. Gerne, dich in Action zu sehen. Da warte ich nur drauf. Seien Sie vorsichtig. Ja. Zweifellos gesehen haben, kann diese Region für Organismen gefährlich sein. Ja. Wo gehen wir hin? Thermoparasit. Wo läuft der denn hin? Hier in dem Gebiet haben wir doch alle Siren platt gemacht, oder nicht? Boah, wie riesig diese Mechs sind. Ich erkenne Einheit 99, aber es gibt eine Komplikation. Einheit 99 ist auf der anderen Seite des Bergkamms, aber sie scheint von feindlichen Kräften kontrolliert zu werden. Was soll das? Den Sensoren zufolge Ekliptik. Ein Söldnerunternehmen wie Ekliptik würde Einheit 99 nur als Waffe einsetzen. Einheit 99 muss deshalb sofort entschärft werden. Das übliche Vorgehen wäre ein gnadenloser Frontalangriff auf ihren Außenposten. Stimmen Sie zu? Nein. Genau, du wartest hier, ich sehe mir das selbst an. Na gut, ich werde auf Ihre Rückkehr warten. Säubere die Basis. Oder sollen wir gleichzeitig mit ihm angreifen? Ach was, komm! Wir müssen verhindern, dass er klingt. Ja. Komm, wir machen. Ich stimme voll und ganz zu. Ein frontaler Angriff scheint mir passend. Okay, Sarah, wenn du das auch so siehst, Abmarsch, sagt er. Los geht's. Wird jetzt dieses Vieh gleichzeitig mit den Ekliptik uns versuchen zu töten? Oder? Dann würde ich sagen, dass wir das betäuben und die Ekliptik ausschalten. Oh, da sind sie doch schon, ne? Da sind sie doch schon. Ich sehe aber niemanden. Doch, da. Oh, da ist sie. Einheit 99. Oh, sie kommt. Komm nur her.
Der ist noch betäubt, ne? Ja. Hat der hier so einen Bogenschweißer? Ey, was sind das denn für Viecher? Okay, ich geh rein. Ist das Einheit 99, die da drin rumläuft? Ne, ist einfach nur ein Cyber. Wo ist der Typ hin? Da. Autsch. Sarah, wo bist du? Ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Wow, 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 wow. Wen schießt der? Was sind das überhaupt für Viecher? Ein Hauerkopf. Der ist hier noch aufgetaucht zusätzlich. So eine kleine Herde von denen. Oder ein Rudel. So. Schmuggelware. Nice. Muss ich nur dran denken, ne? Ich muss mir das aufschreiben, sonst hier noch mehr. Sonst fliege ich nämlich damit zu einem Planeten. Ach, der ist ja noch. Toll, der lebt ja noch. Zu einem Planeten, der mich scannt, ne? So, okay. Töte Einheit 99. Die muss jetzt hier. Die liegt da noch betäubt. Ich gehe kurz vorher hier einmal rein. Schau mich hier in einem ganz schnellen Verfahren. UC-Spezialisten. Hier, Model A-Roboter. Das ist er, ne? Ich komme sofort, ich komme sofort, ich komme sofort. Oh, guck hier. Eine Munitionskiste. Könnt ihr bitte darauf achten, dass der Xeno weiter schläft? Das und dann so ein Dreier hier. Vielleicht den hier? Nee. Der hier? Ja. So. Dann würde ich direkt den... Nee, der passt nicht. Der auch nicht. Dann brauchen wir ja die zwei Einser. So. Okay. Noch ein Waffenkoffer. Lehrling. Der würde gehen. Der würde gehen. Wie wäre es mit einem Vierer? Der geht nicht. Der würde gehen. Dann würde ein Dreier gehen. Der nicht. Der. Und der Vierer. Dann der nicht. Der nicht. Der. So, warte. Ja. Sehr gut. Okay. Wow, Militärkiste. Jede Menge Credits. Sehr schön. Lokale Systeme. Ne, da greife ich jetzt nicht drauf zu. So, wir müssen immer noch die
Einheit 99 ausschalten, die da in aller Seelenruhe schläft. Das ist auch praktisch, dass sie tatsächlich ein bisschen länger betäubt ist und nicht gleich nach 2 Sekunden wieder aufwacht. Ne? Hier noch vielleicht irgendwelche Xeno-Kriegsführungstechnologie? Nee. Alles klar. Komm, wie heißt er? Kaisa? Sarah, Kaisa. Das Riesenvieh liegt hier immer noch vor uns, ne? Schläft hier in aller Ruhe. Guck mal da, der hat irgendwas da oben installiert, dass der kontrolliert werden kann. Okay. Leute, ich weck den auf, ne? Ah, da ist Sarah. Vorsicht, Sarah. Vorsicht. Versuch's euch. Kaisa, würdest du bitte dazukommen? Komm, was macht der da oben? Komm, spring. Komm hier rüber. Ja, bitte. Da ist es. Kannst du was machen? Du bist tot. Kaisa. Er steht nur dahinter herum. Das ist ja ein bisschen doof. Oh, der humpelt schon. Okay. Mal ausgelöscht. Folge Kaisa. Wo ist er denn? Da hinten. Ja, bitte. Der Dienst der Einheit 99 ist nun beendet. Ja. Meine jedoch geht weiter. Ja. Unsere Arbeit hier ist beendet. Welche Mission haben Sie vorhin angesprochen? Ist Major Sanon beteiligt? Hadrian und ich brauchen deine Hilfe, um eine mögliche Welle von Terramorph-Angriffen zu verhindern. Ja. Eine Plage? Terramorph-Angriffe? Das ist beunruhigend. Definitiv. Sie haben beim First von Schrotter nicht angedockt. Ich komme dorthin. Alles klar, kehre zur Basis des Red Devils, der Red Devils zurück. Gut, unsere Aufgabe. Das. Die Maschine zu besorgen. Kaisa, die Maschine gegen die Terrormorph-Angriffe, gegen die Xeno-Bedrohung. Ist abgeschlossen. Den haben wir. Hier ist noch einer. Schon mal hier sind, können wir natürlich auch ein bisschen scannen. Aber nicht zu viel. Ne? Wir begeben uns auf jeden Fall zur Landebucht zurück. Hier wäre noch ein Nickel zum Abbauen. Oh. Hui. So ein Ding. Nee, zählt nicht. Boah, ich denk weg. Sarah! Er ist irgendwie unentschlossen. Jetzt rennt er hier in das Minenfeld rein. Okay. Puh.
Oh nein, nein, nein. Oh nein, nein, nein. Da sind noch so viele von denen. Da habe ich jetzt keinen Bedarf. Sarah, wir fliehen. Wir gehen den Rückzug an. Nur noch genügend Materialien. Die will ich jetzt aber gar nicht alle abbauen. Da geht's gar nicht drum. Meine Gesundheit ist auch schon wieder echt weit unten. Ah, geschafft. Schwing die Hufe. Das war Action genug. Das war Action genug. Ob wir diesen Sprung schaffen? Ja! Überhaupt nicht schlecht abgesprungen. Autsch. Wo ist die Treppe? Da hinten. Sind wir eigentlich wieder überladen oder verbrauche ich nur so den Sauerstoff? Ich muss da ja gar nicht rein. Ich kann ja über die Station hinweg, ne? Hier. Da hinten ist unser Schiff. Ich hätte auch gar nicht zum Schiff gemusst, ne? Oder treffen wir uns am Schiff? Ne, wir treffen uns ja am Hauptquartier der Red Devils, ne? Ja, das ist einfach in mir drinnen, ne? Zum Schiff zurücklaufen, starten und so. Man muss es ja gar nicht. Man könnte alles über die Schnellreise machen. Aber tatsächlich finde ich das so spaßiger. Ja, ich finde es immersiver. Wir gehen zurück zum Schiff in aller Ruhe. Ich habe was für dich gefunden. Ja, sehr schön. Wo bist du? Warte, Sarah, du kriegst meine Ressourcen. Mhm. Pack ruhig was in meine Tasche. Natürlich. Das mache ich immer. Mein Inventar, Ressourcen, Tee. So. Bitte sehr. Hier, hast du was Gutes für mich? Endlich, fragst du mal. Hier. Was hast denn du gesammelt? Struktur hinzugefügt. Sehr gut. Lässt du mir ein paar... Kriegst du direkt von mir zurück in deine Tasche gepackt? So. Tschüss. Tschüss. So, wie geht's euch? Steht heute Mining auf dem Programm. Ach, Lynn, du willst immer nur meinen. Dafür sind wir nicht aufgebrochen in den Weltraum. Schaut euch diese Anlage an. Fantastischer Ausblick auf diese Schrottanlage. First von Schrotternich. Auf einem sehr gefährlichen Planeten. Aber hier haben die ihren Job gefunden, die Max auseinanderzunehmen. Ne? Richtig cool gemacht. Richtig cool gemacht. Prima, alles klar. Dann wäre das die Mission für heute. Und wir sehen uns im Hauptquartier der Red Devils wieder mit Kaiser zusammen. Das heißt, das Anti-Xeno-Waffenteam ist jetzt vollständig und wir können der Bedrohung der Terramorph entgegensehen. Entgegenarbeiten. Ich freue mich. Es war spannend und es waren schöne Eindrücke vom Planeten Nera. Seid auch beim nächsten Mal dabei. Danke fürs Zusehen. Bis bald.